Jetzt hast du bei der UFC damals unterschrieben gehabt. Das heißt, du bist in derselben Liga wie Conor McGregor. Das heißt natürlich aber nicht, dass du auch gleich so viel verdienst und komplett davon leben kannst. Ne? Vielleicht erzähl mal, was kriegt man da für Kampfgagen, wenn man in die UFC reinkommt? Was muss man sich darunter vorstellen? Also ich glaube, so Kämpfer wie ich, die da so reinkommen durch eine Winspeak, kriegen jetzt nur einen Basic-Vertrag. Ne? Das kann 10 plus 10, 5 plus 5 sein, 8 plus 8. Also je nachdem, ob man auch den ersten Kampf gewinnt, sonst bleibt man ja immer stehen. Ja. Auf dieser Gage. Also ganz kurz, ne? 10 plus 10 heißt, du kriegst 10 Gage fix und dann wenn du dann gewinnst, kriegst du nochmal 10, ne? Genau. Okay. Genau. Antritt plus Sieg, ne? Sonst bleibst du halt immer stehen und das stockt sich dann halt immer Kampf für Kampf auf. Da kann plus 2 sein, dass du dann nichts kannst, 12 kriegst oder plus 5 sein, 15 plus 15. Und je nachdem, wie du siegst, wenn ich die ersten drei gewonnen hätte, dann könnte es schon über andere Summen. Ne? Dann könnte es sein, dass ich 50 plus 50 kriege und dann 60 plus 60 und so weiter. Und das ist halt ordentlich. Und das sind halt so, ich glaube, von der Basic, wie man sich hocharbeiten kann. Außer man ist irgendwo in der Organisation ein Champion und die kommen auf dich zu und sagen, hey, du räumst da alles ab, komm doch mal zu uns. Dann kann sein, dass du natürlich von Anfang an eine bessere Summe kriegst. Ne? Das dreht sich dann vielleicht schon im sechsstelligen. Und so kommt man in die UFC, so sind die Verdienste. Natürlich, wer gewinnt, kriegt immer am meisten. Wenn du verlierst, bleibst du stehen, bis du halt rausfliegst. Und natürlich, was es gibt, was ich zweimal gewonnen habe, war halt bei meinem Debüt in Fight of the Night. Da gibt es einen Bonus von 50.000. Das schmeckt natürlich, ne? Sehr gutes Geld. Und natürlich habe ich das halt zweimal bekommen, wo ich den Abu Bakr Nurmagomedov getappt habe, habe ich auch nochmal die Submission of the Night bekommen, sind auch nochmal 50.000. Und somit kann man auf jeden Fall sich über Wasser halten. Plus natürlich, du kriegst deine Antritts- plus Siegergage dazu. Dann kriegst du ja noch was von damals, ich habe ja bei Reebok gekämpft, während der Reebok-Zeit. Dann kriegst du ja auch noch was von Reebok. Je nachdem, wie viele Kämpfe du schon in der UFC hast, die schaffen das so von 1 bis 3, 3 bis 5, 5 bis 10. Und dann irgendwann, wenn du mehr als 15 Kämpfe in der UFC hast, dann kriegst du schon so eine bestimmte Gage von Reebok, beziehungsweise jetzt Venom. Und ja, so lebt man halt von der Gage in der UFC. Ja, also für alle, die sich in der UFC oder im MMA hocharbeiten wollen, hört gut zu, denn hier habt ihr jemanden, von dem könnt ihr sehr, sehr viel lernen. Wenn du mal diesen Vergleich machst zwischen dem, was du gerade gesagt hast, mit den Sponsorengeldern von Reebok oder von Venom, gut, kann man jetzt vielleicht nicht so gut vergleichen, aber das, was du von Reebok bekommen hast, ist das für dich als Kämpfer attraktiver, als wenn du jetzt, sagen wir mal, bei Octagon bist und du hast aber die Freiheit, deine ganzen Sponsoren und alle dorthin mitzubringen und das darüber einzufädeln? Was ist für dich als Kämpfer interessanter? Naja, ich glaube, wenn du halt diese Freiheit hast, mehrere Sponsoren auf deine Kleidung zu tun, hast du auf jeden Fall wesentlich mehr. Kommt natürlich auch dran, was für ein Prestige du hast. Ne? Also wie viel die Sponsoren pro Logo und so weiter drauf zahlen. Ich muss sagen, von Reebok war das schon gut, was sie gezahlt haben. Man kann es vergleichen wie so zwei Monatslöhne, die du bekommst. Okay. Später, wenn du mehr Kämpfe hast, ich war ja schon bei meinem fünften Kampf, da war es schon so wie 5 Monatslöhne. Und das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also kann man auf jeden Fall davon leben. Aber halt diese Sponsoren, die danach mit dir arbeiten wollen, die können dich ja dort nicht repräsentieren. Die kannst du halt nur auf Social Media repräsentieren. Und das ist halt dieses kleine Manko, was man hat, dass man jetzt keinen Banner hat, wo man vielleicht da mit natürlich einem Hauptsponsor wie Reebok oder Venom jetzt, den in der Mitte und die separaten, die einen für den Kämpfer nochmal klein, da drumherum wäre auch schon mal was. Dann hätte man ja noch das plus die anderen Sponsoren, aber ich sag mal, Venom zahlt der UFC eine Menge Geld jetzt und deswegen wollen die halt nur einbahnig fahren.